Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute habe ich eine unabhängig abgefüllte Kentucky Bourbon, kein Straight, 3 Jahre alt mit 52,7%. Ach, diese Flasche habe ich online schon ein kleines bisschen auseinandergepflückt, weil es gibt viele, viele Gründe, warum ich diese Flasche nicht gekauft habe. Aber Jason, du hast die Flasche in der Hand, ja. Ich war auf eine Blogger-Treffen in Deutschland bei Hubble in Sprockhövel, Haslinghausen, ganz in der Nähe, wo ich wohne. Und da hat jemand, nachdem wir wieder zurück im Hotel waren, Dirk, vielen Dank, Expedition Whisky, die Flasche auf den Tisch draufgetan. Und ich sage, ich brauche ein Sample, damit ich da ein Tasting, ein Video damit machen kann. Er sagt, ich gebe dir die Flasche. Und ein paar Tage später bin ich auf der Whisky-Palatine, gebe ihn zurück. So, ich habe die Flasche in der Hand und ich kann darüber berichten, was diese Whisky so ist. Das Erste, was ich nicht verstehe, ist, hier oben steht Woodram Clan, Lighthouse Serie. Gut, ich gehe erst einmal hin zu unserer www.woodramclan.de und da ist alles in Englisch. Ab und zu unten steht dann da zum Beispiel Impressum, Datenschutz, Cookie-Einstellungen, Lieferbedingungen, Widerrufsbelehrungen, AGB auf Deutsch. Aber alles andere, about contact us, dealer references, alles in Englisch. Distribution for Europe, please do not contact us if you want to purchase bottles. We only sell via these retailers. So, und dann gibt es auch ein about, da sind drei Jungs, die hier sind. Zwei davon kenne ich ein kleines bisschen. Der Boris habe ich schon da mit ihm zu tun gehabt. Der Sebastian habe ich auch schon mit ihm zu tun. Und der Casado, sorry, dich habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber es ist gut. Der kommt aus Japan. Der Boris kommt aus Munich, einer München. Der Sebastian kommt aus dem Schwarzwald. Und die haben einige verschiedene Händler jetzt denn da. In Deutschland und in Frankreich und in Österreich und Belgien und UK und Italien, sogar Asien und Australien und ein Händler in den Niederlanden, Passion for Whisky. Das ist eine Einzelfassabfüllung für dieses ein Shop denn dort in den Niederlanden. Kostet 80 Euro, 79,90 € glaube ich ist der Preis hierfür. Und ja, 10, also 9,95 € Versandkosten nach Deutschland. Egal ob man eine Flasche oder zwei, bis 20 Kilo kostet das dann 10 Euro Versand. Also 80 plus 10, 90 Euro kostet die Flasche. So, das zweite Sache, was ich nicht ganz hier verstehe, einiges werde ich nicht verstehen, ist der Abfüller heißt Duckhammer Rare und Fine Spirits. So, steht zwar irgendwie der Inverkehrbringer steht hier, Druckhammer GmbH in 77694 in Kehl, Germany. Ganz wichtig, muss irgendwo drauf sein. EU-Recht sagt, das muss denn da drauf sein. So, wer ist denn Duckhammer? Ist Duckhammer der Mutterkonzern von Woodram Clan mit deren Lighthouse-Serie? Gut, also ein bisschen Information gibt es denn hier. Es wurde destilliert im November 2018, es wurde abgefüllt im Mai 2022, also 3 Jahre plus ungefähr 6 Monate. 183 Flaschen und 52,7. So, nirgendwo hier steht Fassstärke. Ich bin nicht sicher, ob es Fassstärke ist. Steht nicht drauf. Nirgendwo steht dieses Wort straight drauf. Und was ich absolut verabscheue bei dieser Flasche, ist, wenn ich das bei Whiskey Base eintippen muss, ich muss tatsächlich als Titel von dieser Flasche A Kentucky Distillery. So, als ich an Facebook ein bisschen mit den Jungs darüber mich unterhalten habe, also sie sagen, Jason, das ist praktisch ein Secret Kentucky Eile. Wie bei Secret Isle oder Secret Speyside. Ich habe die Hände über den Kopf geworfen und sagte, Jungs, alle Brennereien, Entschuldigung, alle Kentucky Straight Bourbon Abfüllungen sind Secret. Es muss kein Brennerei drauf genannt werden, es sei denn, du hast einen Baron Bond.
Also, hier steht noch nicht mal das Wort straight. Also, davon hast du wirklich keine. Also, Bourbon, da gibt es nicht viele Bedingungen da. Straight ist ein bisschen mehr wegen Alter. Also, da fehlt einiges an die Etikette. Das Ding hätten sie einfach einen Namen geben können wie, ach, keine Ahnung, wie Kuckuck. Und dann wäre das der Name von diesem Whisky. Aber a Kentucky Distillery, das ist. Sorry, Leute. Also, nee. Kentucky Bourbon Distilled at a Kentucky Distillery. Yeah. Nun, die Frage des Tages ist, welche Kentucky Distillery? Also, es muss eine unabhängig abgefüllte Distillery sein, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass Buffalo Trace seit 2018 irgendein Fass abgegeben hat oder sonst was. Also, ich tippe auf Green River. Also, dieses Produkt hier, und das ist auch mein Vergleichsprodukt, ist vom Green River, Bradshaw Bourbon. Ich bin allerdings hier bei 51,9%. Hier sind wir bei 52,7%. Könnte fast hinhauen, aber ob das so genau hinhaut, werde ich gleich ein bisschen verkosten sein. Es könnte Bardstown Bourbon Company, es könnte Wilderness Trail sein, wobei das glaube ich auch nicht. Ja, schauen wir mal, in welche Richtung das denn hier einfach mal so geht. So, wir haben in Deutschland viel Nachholbedarf, was jetzt hier Bourbon Education und amerikanischen Whisky allgemein Education angeht. Auch das finde ich einfach mal. Was heißt, auf Englisch steht es hier, ich übersetze, unsere Vision. Wir glauben, dass es nicht Masse was ausmacht, sondern der Inhalt der Flasche. Amen. Wir haben unser Ziel, nur besonders ausgewählten Spirituosen abzufüllen. Wir stehen dafür ein, für Qualität und der sensorische Wahrnehmung. Werde davon Teil. Und dann das zweite Absatz ist, wir lieben torfige Whiskys. Und wir lieben Eile. Natürlich lieben wir anderen Regionen von Schottland und intern haben wir das unsere zweite Heimat genannt. Dann kommt einfach mal Cognac, Armagnac und Rum. Eine Liebe für amerikanische Whisky war für mich auf deren Homepage nicht erkennbar. Sorry. Okay, zumindest bei Woodram, ja? So, Jungs, ihr habt eine Flasche auf den Markt gebracht. Ihr habt dann einfach mal den Whisky Jason hier aus der Kritiker und ich erzähle alles, was mir persönlich aufgefallen ist. Live and learn, also auch ich habe am Anfang nicht wirklich alles richtig gemacht und ich mache immer noch nicht richtig alles, also von daher eine Lernerfahrung. Vielen Dank, dass ihr einen Whisky nach Deutschland bringt, der unabhängig abgefüllt wird aus Texas. Labeling, also Etikett, könnte ein bisschen besser sein. So. Schauen wir einfach mal, was das hier mit uns macht. Ja, 80 Euro. Das erste Ding, Entschuldigung, ihr habt es nicht nach Deutschland, ihr habt es nach Europa gebracht. Denn ja, Passion for Whisky ist dann in den Niederlanden und 10 Euro Versand nach Deutschland ist etwas, was man kalkulieren muss. An der Nase. Ja. Also hätte jemand gesagt, ich habe einen billigen Supermarket-Whisky im Glas getan, hätte ich gesagt, könnte es so sein. Einen billigen Supermarkt-Bourbon-Whisky im Glas getan, hätte es so sein. Also irgendwie fehlt mir erst einmal ein bisschen Tiefgang hier. Ja. Hier drüben ein Bradshaw Bourbon from Green River. Green River wurde im Sommer jetzt hier von Bardstown Bourbon Company. Bardstown Bourbon Company und Green River. Konstituieren, also stellen da ungefähr 50% von alle Contract Distilling in ganz Kentucky. Woodford. Wow, Wilderness Trails gibt nochmal 35% dazu. Und von daher, wenn du ein unabhängig abgefülltes ein Label hast, ohne den Benennung der Distillerie, ist das heutzutage wahrscheinlich, dass es dann Green River, Bardstown oder Wilderness Trail ist. Also, hier habe ich tatsächlich mehr nussige Momente. Hier habe ich tatsächlich, das ist 4 Jahre alt. So. Da steht irgendetwas hier.
Genau. Oh, ich habe gerade gelogen. Siehst du, ich bin auch nicht perfekt. Aged a minimum of 2 years in New Charred Oak. Also, das habe ich direkt aus den USA bezogen. Dürfte in Deutschland gar nicht verkauft werden. Also, das Wort mit Whisky dürfte mit zwei nicht drauf sein. Es muss mindestens drei, damit es Whisky genannt werden darf. Es dürfte Bradshaw Kentucky Straight Bourbon. Das darf es so benannt werden. Aber das Wort Whisky darf nicht drauf sein, nach meinem Verständnis von den Regeln heute. So, der 2 Jahre mindestens von Bradshaw gefällt mir der Nase besser als hier unser Woodram denn da. Bisschen Klebstoffnote für mich. Und das sage ich echt ungern. Leute, ihr habt 80 Euro rüber. Geh mal hin, geh online, kauf ein Booker's 2022 minus 2. Ja, also minus 02, diese Edition. Ich habe dich schon für 74, 72 gesehen, inklusive Versand. Und der Normalpreis liegt bei 79,90 €. Das wird man jetzt überall kriegen für den Preis. Du hast einen Whisky, der eine Altersangabe hat. So, von, also hier steht denn da drauf, tatsächlich 7 Jahre, ein Monat und 7 Tagen. Hier hast du 62,4%. Das ist Verstärker, Leute. Und das Zeug ist sau, sau gut. Ja, also von daher, wenn es um Preis-Leistung geht, da sind wir hier kaum zu schlagen in diese Kategorie. So, auch farblich. Also, wow. So, deshalb zweifle ich stark, ob das wirklich hier Verstärker ist. Steht nicht drauf. So. Barrel, one of 183 bottles, distilled, bla bla bla, 70 cl. So, Lighthouse. Jemand hat gefragt auf Facebook, auf der Woodram Clan, gäbe es ein Licht, ein Leuchtturm in der Nähe von der Brennerei? Und da hat eine geschrieben, der Sebastian, glaube ich, war das. In Frankfort, Kentucky, habe ich keine gesehen. Nun, Green River ist nicht in Frankfort. Bardstown ist nicht in Frankfurt. Wilderness Trail ist gar nicht in Frankfurt. Dort gibt es ein paar unabhängige Abfüller. Eine davon heißt hier tatsächlich Glen's Creek Distillery. Könnte es so sein. Und ein paar andere Dinge gibt es auch da. Aber Buffalo Trace gibt keine Fässer ab. Also Jim Beam, da ist bei Frankfurt, ist die Old Granddad Plant, gibt keine Fässer ab. Castle and Key Distillery. Ein Hauch von meinen Möglichkeiten, dass jemand damals beim Fassprogramm da war, dabei war. Aber auch das glaube ich nicht. Also von daher, ich weiß es nicht. Ich nehme das nicht ernst mit dem Frankfurt. Ich glaube, der war gar nicht da in Kentucky, um den auszusuchen. Persönliche Meinung. Keine wissenschaftliche Tatsachen zu bestätigen. Vermutungen, reinste Vermutungen. Ist das eine Wonne? Ist das unfair? Also unser 7 Jahre alt gegen unser 3 Jahre alt? Nein. Das ist wahre Fassstärke. Das ist 80 Euro. Das ist 80 Euro. Und von daher ist, wenn ich 80 Euro ausgebe von Bourbon, ich sollte tatsächlich wissen, was ich haben will. Ja, also und ich sollte zweimal überlegen. 183 Flaschen deutet ein bisschen auf eine Fassstärke. Könnte ein Dreiviertelabfüllung von einem Fass sein. Macht keinen Sinn, aber gut. Cheers. Whisky Base Nummer 215206. Erstens brennt. Scharf. Alkoholisch. Pfeffer. Alkohol. Pfeffer. Scharf. Ein kleines bisschen süße Mais-Momente. Jetzt kommt immer noch ein Brennen im Mundgefühl, im Mundraum. Und danach kommt hier leichte Braunzucker-Momente, leichte Pecan-Momente. Leichte Momente von Tabak und auch hier von dieser Ledermomente. Die sind da hinten dran.
Das sollte man sofort als ein Bourbon erkennen, aber das ist eine junge, in your face, nicht wow Bourbon aus meiner Sicht. Gut. Nur zu vergleichen jetzt hier. Hier Bards, Terry Bradshaw, Bradshaw Whiskey. Ich glaube $40 in den Vereinigten Staaten. So, einen Moment. Ich schaue mal auf meine Liste. Die habe ich gekauft und geteilt. Die habe ich selbst einfach mal mit nach Deutschland hier. Ja, genau. Also 67 € habe ich dafür bezahlt, um den nach Deutschland zu bringen. Da waren $20 Versand und da ist der 19% dann dort obendrauf an Einfuhrsteuer dann da drauf. Also wir kommen auf die $40. 39,95 €. Ja, also ist der Preis für den Bardstown. Cheers. Wir sind bei 51,9%, ja. Oh, die Schärfe ist kaum gegeben verglichen damit. Eine unterstützende Rolle ist schon dann da von der Schärfe. Wesentlich mehr Braunzuckernote. Wesentlich mehr eine schöne, cremige Tabak-Ledermoment. Ja, immer wieder, wenn ich bei Whisky Base schaue, merke ich europäisch. Also die Amerikaner benutzen den so gut wie nie. Zumindest die Bourbon-Liebhaber. Whisky Base Nummer 202965. Ja, mit 51,9%. Batch Nummer 3. Das ist schon eine nette Sache. Ist nicht wow. Das ist schon ein 3. Whisky 3 bis 3 plus. Einen guten Tag, aber ein 3. Was bedeutet, das ist ein 3-Minus aus meiner Sicht. Ja, also der kann an einem schlechten Tag ein 4-Plus sein, auch im Blind Tasting. Aber ein über ein 3-Minus kommt diese Whisky nicht dabei hinaus. 80 mit Versand, 90 € dafür. 4-Minus. Also, liebe Leute, ich kann euch nicht empfehlen, diese Whisky hier zu kaufen. Das für irgendwo zwischen 74 und 79 € inklusive Versand. Ja, kaufen, 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 bis Deutschland davon leer ist. Bunker ein paar Flaschen. Das ist einfach mal hier eine Pracht. 64,2%. So darf, so soll fassstarke Bourbon schmecken. Mundfühlend, aber auf der Zunge ganz leicht einbrennen. Man merkt da ist Alkohol. Aber nicht eine, oh, hot, 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 hot. Oh, okay, jetzt haben wir ein bisschen was. Das ist, wow, ein Holz. Sehr, sehr schön. Oh, ist da gut. So, ich habe genug geschwärmt. Wir gehen ganz kurz hier zurück zu unserer Distilled at a Kentucky Distillery USA 2018. Unser Woodram Bourbon hier. Auch in der Nase gibt es hier merkwürdige Noten da drin. Also der Barrel Char, ein bisschen so dieses Hauch von einem verbrannten Holzmoment. Ganz bewusst, nicht Rauch, nicht Torf, verbranntes Holz. Als ob eine Kerze. Habt ihr diese Weihnachtspyramide mal gehabt? Und der Weihnachtspyramide kam zu dicht an der Flammen von den Kerzen und die haben angefangen langsam sich zu verkohlen. Das ist das, was ich hier habe. Plus ein kleines Säuremoment, der nicht da reingehört. Ja, tschüss. Da ist viel Hitze. Oh ja. Ich habe gerade 64,2% im Glas gehabt. Und jetzt hier der 53, 52,7%. Brennt. Jemand, den ich kenne, würde das hier
eine Sodbrenn-Whisky nennen. Ein kleines bisschen mit Wasser werde ich hier arbeiten, um zu sehen, was denn da passiert. Oh, für mein Experiment war das zu viel, denn ich möchte gerne einmal ein bisschen Wasser und ein bisschen mehr Wasser. Also, gut, dass ich genug Gläser habe. So, erstmal ein bisschen Wasser. Und hier ein bisschen mehr Wasser. Also einmal 40% und einmal ungefähr hier bei unserer 51,9 oder unser 50%. Kriege ich Baumharz? Der wird besser bei 40, 45%. Aber Baumharz habe ich noch und ein bisschen Popcorn, verbranntes Popcorn. Dieser leichte Säuremoment bleibt. Da ist Süße da drin. Mit Wasser würde ich vielleicht, also Hitze kommt später, immer noch ein bisschen, aber da würde ich hier tatsächlich eine 3 geben können. Aber der wirkt immer noch jung. Er wirkt immer noch sprittig. Und nun hier einmal auf 40, 45%. Warum 52,7? War das wirklich Fassstärke? Haben Sie es verdünnt, soweit, dass Sie sagten, der Brennen ist fast weg? Immer noch Baumharz. Oh, wird stärker, schlimmer. Nee. Also, ich habe keine Ahnung, welche Fässern denen angeboten wurde. Ich weiß gar nicht, ob die es blind ausgewählt haben, gesagt, jo, nehmen wir. Ich glaube nicht, dass ich diesen Whisky hätte genommen. Sorry. Also, wir werden hier nicht unbedingt Freunde werden. Ich bin so froh, damals, als ich dann eine Flasche bestellen wollte, ich habe gefragt, wo kann man die Flasche kaufen? Dann kriege ich einen Link in Holland. Und dann schaue ich, was Versandkosten sind. Ich sage, nö, ich bezahle keine 90 Euro, um eine Flasche denn aus Holland zu bekommen, wo ich sowieso nicht davon überzeugt bin, dass es gut sein kann. Und mein Bauchgefühl gab mir in diesem Fall recht, nicht immer. So, ging ich mit Vorurteilen ran? Ja. Wurden diese Vorurteile bestätigt? Ja. Und auch die Leute, die das gestern Abend hier verkostet haben am Tisch, da waren wir mit 15 Leutchen, ein Drittel haben davon verkostet. Niemand hat wow gesagt. Niemand hat gesagt, oh, ich schenke nochmal nach. Niemand. Sagt was. Sagt was. Sorry. So, lieber Woodram Clan, arbeitet bitte an euer Labels. Ich helfe euch gerne. Schickt einmal rüber und ich gebe euch einen Tipp. Ich habe viel gelernt, was sein muss und was nicht sein muss. Ich habe viel gelernt, was ist denn, worauf es ankommt. Und ich meine nicht mit einem Low, nicht mit einem Bild. Ich meine die. Wirklich hier die Buchstaben und Wörter und alles Informationen, die sein müssen. Compliancy ist wichtig manchmal. Helfe ich euch gerne. Für alle Leute da draußen, die einfach einen guten, fassstarken Whisky aus Amerika verkosten wollen. Booker 2022-02 ist seit Wochen in Deutschland. Wird es noch ein paar Wochen geben, mein Gefühl nach. Und dann wird sie wieder ausverkauft sein. Also nicht zögern, nicht warten auf das Weihnachtsgeld. Kaufen, wenn du eine Flasche haben willst. Ich glaube, es wird nicht bis November dauern und da sind alle weg. Letztes Jahr war der 2021 auch gut. Der war auch dann praktisch September, Oktober erschienen und war auch dann im November nicht mehr da. Also noch nicht mehr da für den Preis, den man da haben wollte mit 60, 65. Wir sind hier bei 75 bis 80 und der Preis ist inflationsbereinigt erträglich. Und wer was Nettes haben will aus Amerika, ein paar Samples von Bradshaw, Kentucky Straight Bourbon from Green River Distillery habe ich hier. Kann ich euch gerne auch zukommen lassen. Sample List ist unten. Link auch zu meiner WhatsApp-Flaschenteilung ist da drin. Wir sehen uns jeden Tag hier 17:30 Uhr und auch jeden Sonntagabend um 21 Uhr mit irgendeiner Art Livestream und meistens mit irgendeinem Gast. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.